Ja, willkommen zurück nach technischen Problemen in der letzten Folge mit meiner Maus, also mit meiner Rechnermaus. Geht's jetzt weiter ab zur Kirche? Und wir schauen mal, wo wir da hinkommen. Natürlich zur Kirche. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Ich muss herausfinden, wo die Zeugin ist. Genau, wir suchen ja immer noch unsere Zeugin. Ziel erfüllt, begib dich zur Kirche. Haben wir geschafft. Und ich sehe schon, dass wir hier mit Dämonen zu tun haben werden. Da oben links ist schon... Alter Schwede. Hier haben wir einen Hinweis. Eine Säge. Die Todesfee im Glockenturm. 10 mehr, um aufzudecken. Okay. Ich hoffe, wir kommen natürlich nochmal zurück nach Salem. Ich werde mich erstmal unten umschauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir gegen die Dämonen kämpfen. Wisst ihr das noch? Ich habe keine Ahnung mehr von. So, kann nicht aufhören, ihn zu lieben. Der Mann ist, wer er ist. Ich kann nicht anders. Ich versuche, mich fernzuhalten, vernünftig zu sein, an jemanden zu denken, mit dem ich ein normales Leben teilen könnte. Aber ich denke an Ronan. Und ich kann nicht aufhören. Kann nicht. Das ist so. Es fühlt sich wahre Liebe an. Was? So fühlt sich wahre Liebe an. Entschuldigung. Nicht es fühlt sich, sondern so fühlt sich wahre Liebe an. Okay, ich glaube, da ist unsere Zeugin. Und da sind auch Dämonen. Sieht zumindest danach aus. Kirche sieht schon hübsch aus. Muss man ja mal lassen, ne? So, vielleicht können wir hier auch noch mal ein bisschen was aufdecken oder so. Das sind die alten Mauern der alten Kirche. Das ist unsere Zeugin. Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Mögliche Ziele. Baxter sucht das Mädchen, die Kirche. Gepackte Koffer. Anzeichen eines Kampfes. Bücher der Geister. Geheimnisvolle Zeitung. Statusabfrage Vermissten. Romans. Nicht zu erkennen Foto. Einziger Hinweis. Beschädigte Wand. Sie suchen nach. Ich würde eher behaupten, dass es wahrscheinlich die Kirche sein wird. Die Zeugin hält sich in der nahegelegenen Kirche auf. Pater, Ja. gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Oh, Weile? natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Das finde ich aber nett von dem Priester. Der Priester meinte, sie kann auf dem Dachboden bleiben. Wo das wohl sein mag. Das werden wir natürlich rausfinden. Dachboden ist natürlich unterm Dach. So, was haben wir denn hier Schönes? Nochmal. So, da müssen wir also noch 9 finden von den Sägen. Benediktum, Benedaktum. In Afrika laufen die Weiber nackt rum. Benediktum, Benedaktum. In Afrika laufen die Weiber nackt rum. Im Kloster tragen sie Kleider. Leider, leider. Entschuldigung. Mein Leben überdenken. Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Ein Versprechen, was ich nie bereut habe. Julia heiraten. Der schönste Tag meines Lebens. Wir wussten von Anfang an, dass wir früher oder später hier landen würden. Das war also die Hochzeit. Die haben sie hier in dieser Kirche gefeiert. Oder Bewahre beziehungsweise. uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Gott, ich hoffe, das hilft. Wenn es da oben jemanden gibt, bitte schütze uns. Hören wir uns Gebet die spricht aus, Leute was mal ich an. denke. Ich bin sicher, er pickt sich nur isolierte Opfer raus.
Viele Gebete werden gerade gesprochen. Nicht nur ihres. Huch. Wenigstens bin ich nicht allein. Er würde nicht hier reinkommen, oder? Ja. Ich glaube nicht, dass er in die Kirche kommen würde, der Mörder. Aber man weiß es ja nicht. So, Ronans Fedora. Wir sahen vorgestern Abend in Marathon mit Gangsterfilmen in Schwarz-Weiß. Ein Marathon mit Gangsterfilmen in Schwarz-Weiß. So, ein Marathon. Marathon. Entschuldigung. Ich konnte nicht glauben, dass er sie noch nie gesehen hatte. Ich mochte die romantischen Teile, eher die mit den taffen Kerlen. Als ich ihm nächsten Tag den Fedrona kaufte, sah er verwirrt aus. Gewöhnte sich aber schnell daran. Es ist jetzt ein Teil von ihm. Ich glaube nicht, dass er ihn wieder abnimmt. Fedora. So. Da möchte ich, glaube ich, noch nicht hingehen. Da sitzt zwar jemand, aber ich möchte, glaube ich, mich erstmal nochmal hier unten umschauen. Was haben wir denn hier alles? Oh, erster Floor Kitchen. Das ist schon mal super. Hört ihr das auch? Hört sich irgendwie so eine Säge. Office Kitchen. Banquet Hall. Lektüre Room. Und Atier. Uah! Ach, der ist am Saugen. Da ist der Priester. Und ich glaube nicht, dass wir zu dem... Weil wenn der hier langläuft... Nein. Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Okay. Hier ist es heute Nacht so kalt. Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Boah, ich verlasse es jetzt bestimmt nicht. Ich warte, bis ich nochmal da drüben rüberkomme. Okay, so kann man natürlich dann auch diese Sachen überwinden. Ich dachte jetzt, wir würden jetzt sterben. Jetzt fleißig am Saugen, vor allem immer dieselbe Stelle. Kauf dir doch einen Kombo-Bodenstaubsauger, meine Güte. Wo? Lalalala. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ah, guck mal an. So, 8 noch mehr zum Aufdecken der Geschichte. So, wo kommen wir denn? Alter Schwede. Überall diese Klamotten. Diese Dämonen. So, dann werde ich jetzt erstmal hier unten schauen, dass ich jetzt hier zu der komme. Kann ich sie irgendwie befragen? Hey, ist okay. Geh einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände, sie haben meine Seele zerrissen. Meinen Geist. Es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Shh. Ein wenig verrückt, die Kleine. Sie kommen dich holen. Sollen sie doch. Kann man denn nochmal mit dir reden? Ich kann sie immer noch sehen. Ja, schön. Ich auch. Aber das macht mir ein bisschen Angst. So, versuchen wir mal rüberzukommen mit ihm hier. Damit wir weiterkommen. Oder sollen wir... Ah ne, hier ging es ja... Da ging es ja nirgendwo hin. Lalala. Ja, ist gut. Oh, okay. Nächste Runde geht rückwärts. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Wir fahren nochmal eine Runde mit dem Priester mit. Vor allem, dass er immer wieder die gleiche Stelle saugt, ist interessant. Mache ich zu Hause auch immer so. Eine Stelle 2 Stunden lang saugen. Dann weiß ich auch, dass er wenigstens 100%ig sauber ist. So. Da ist der Dachboden. Der Dachboden muss dort oben sein. Miau. Miau. Oh, wie süß. Eine Mimi. Finde einen Weg auf den Dachboden. Abgeschlossen. Ich bin doch noch gar nicht auf dem Dachboden. Ich
glaube, das mit der Miezekatze sollte ein kleiner Hinweis sein. Ich schaue mich trotzdem erstmal hier um. Rectory. Kommen wir denn... Ui, kommen wir denn hier hin? Aha. Können wir hier was lesen? Nein. Ich dachte, man könnte hier was lesen. Aha. Nach oben. Mhm. Ist natürlich nach oben gefahren, klar, weil sie auf dem Dachboden wollte. Ich muss hier höllisch aufpassen, dass ich nicht in diese Dämonen-Dings reinlaufe. Hilfe, ich bin ein Geist. Ich sehe mich im Spiegel nicht mehr. Verdammt. Versteck mich einfach im Schrank. Dann findet mich keiner. So. Boah, es ist gruselig. Ah, guck mal einer an. Da haben wir noch eine Säge gefunden. Die Todesfee im Glockenturm. Ich weiß nicht genau, was es bedeuten soll dann. Schauen wir dann später mal, wenn wir alles gefunden haben. Jetzt speichert das Spiel. Weißt du, das speichert er, aber die ganze Zeit das mit Brad und Pitt, das hat er nicht gespeichert. Warum auch? Miau. Die haben sogar eine eigene Küche in der Kirche? Aha, okay. Ich schau mich erstmal um, bevor ich jetzt Besitz ergreife von denen. Da ist schon ein Dämon. Wie konnte ich denn nochmal... Ah ja, genau, das war das. Okay. Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, nur die reguläre Wartung. Die Teile sind groß genug, dass kleine Tiere durchlaufen können. Also müssen wir sicherstellen, dass keins der Viecher darin eingesperrt ist. Ach, was passiert denn sonst? Darüber wollen Sie hier im Küchenbereich wohl lieber nichts hören. Kann ganz schön stinken. Es ist nicht meine Schuld, dass mein Sohn super ist. Ich wette, er hätte meinen Jungen gerne spielen sehen. Oh ja, Ihre Geschichte klingt wie ein schönes Märchen. Sie sind nicht etwa schon seit der Schulzeit ein Paar. Alle denken das, aber es wirkt nur so, als wären Sie schon seit Ewigkeiten zusammen. Sie haben sich direkt nach der Uni getroffen, purer Zufall. Reise nach Europa. Ich hatte gehofft, er trifft ein nettes irisches Mädchen in Dublin, aber er traf Shelley in Florenz. Und sie ist aus Boston. Er reist tausende von Kilometern übers Meer, um die Liebe seines Lebens zu treffen, die in der gleichen Straße wohnt. Lässt einen fast an das Schicksal glauben. Als ob sie dafür bestimmt waren, sich zu treffen und auf ewig zusammen glücklich zu sein, was? Na klar. Hält der mal die Klappe? Ich höre nicht zu. Dasselbe würde ich aber auch denken. Hält der mal die Klappe? Dasselbe würde ich aber, glaube ich, auch denken, wenn er die ganze Zeit mich vollsülzen würde und ich müsste da arbeiten, bin ich ganz ehrlich. Glückwunsch zur Hochzeit und zum Fußball. So, was hat er denn zu erzählen? In meiner Küche wird es nicht passiert. Die erwarten exzellentes Essen unter diesen Bedingungen? Tja, kaum zu glauben. Oh, ich dachte, hier wäre ein Hinweis, aber es ist nur eine Lampe, ist es nur. 6.30 Uhr haben wir, steht zumindest auf der Mikrowelle. Ich möchte ja nicht pingelig sein, aber nennen Sie das einen Tafelaufsatz? Tut mir leid, auf dem Antragsformular stand nur... Woher nehmen die nur solche Leute? Keinen Respekt vor der Geschichte. Ich glaube, ich habe gerade die einzig wahre Hexe Salems gefunden. Kann's kaum erwarten, dass es vorbei ist. Okay, wir müssen jetzt natürlich... höllisch aufpassen. Nein, Sie haben offensichtlich gar nicht nachgedacht. Puritanisch bedeutet organisch, rustikal, aber trotzdem... Es ist ein Ausdruck des Stolzes. Sie werden gar nicht stolz auf die Stadt. Eigentlich komme ich aus dem... Hilfe. Schau. Aua. Ich weiß nicht, Angel. Oh, ich bin tot. Ein toller Junge, aber seine Geh ins Licht! Okay, wir sind erstmal gestorben. Hey, muss man das ja auch mal sehen, ne? Ja, verdammt. Mist, da hat uns der Dämon doch erwischt. Naja, gut. Ich dachte, ich könnte mir den irgendwie schnappen und dann vernichten. Weil... ist ja doch immer einfacher, als wie jetzt da sich dran vorbeizuschleichen, dass er uns dann irgendwie in den Rücken fällt. Ich versuche das Ganze nochmal. Wir wissen ja,
Wo ging es eigentlich hier hin? Hier waren wir noch gar nicht, ne? Ah, noch drei. Okay, das hat er also gespeichert. Das ist schon mal supi. Dann wissen wir das schon mal. Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Naja, seine Mutter scheint eine Furie zu sein. Aber Brian ist es wert. Ja, er ist klasse, aber sie hat mit seiner Mutter recht. Okay. Wer auf ihrer Beziehung lastet, macht mir Sorgen. Oh, Sheila, alles wird gut. Sie werden ein langes, glückliches Leben haben. Ich hoffe, meine Hochzeit wird nicht so stressig. Lasse mein Mädchen heiratet ihren Liebsten. Nur das zählt. Es ist so leicht, nett zu sein. Wieso können das nicht jeder? Das stimmt. Das ist das, was ich nämlich meinte. Es ist so leicht, nett zu sein, wie die alte Dame gerade gesprochen hat. Es ist so leicht, nett zu sein, aber warum schafft das nicht jeder? Das ist nämlich ein großes Problem auch unserer Gesellschaft. Leider. Poltergeist. Ja, dann würden wir hier hinkommen. Und wir müssen irgendwie da hoch, glaube ich. Die Frage ist nur, wie. Weil da drüber laufen ist, glaube ich, schwierig. R2 war das, um den anzugreifen, ne? Kann er durch Wände gucken? Nein, kann er nicht, anscheinend. Falsch. Renn doch, renn doch, renn doch. Woo. Ja, alter Schwede. Das war knapp. Das war sehr knapp. Aber ich werde ihn auf jeden Fall vernichten, weil dann haben wir den schon mal weg. Jawohl. Sehr schön. Haben wir den schon mal vernichtet. So, hier war aber sonst auch nichts gewesen, was wir irgendwie hätten. Ich frage mich, wie wir die Treppe hochkommen. Hey, da ist noch was. Da ist noch eine Säge. Noch zwei Stück bräuchten wir. Kommen wir hier raus? Nein. Okay. Kommen wir denn hier raus? Nave? Uah. Ach, sind wir hier. Okay. Du musst echt höllisch aufpassen, dass du nicht in diese... Ja, in diese... Ich enthalte mich da meiner Stimme. Die Kackhaufen von den Geistern. Warum ist das nicht aufgedeckt? Achso, weil wir gestorben sind, ne? Stimmt, da war ja was. Können wir denn die Katze benutzen, um irgendwo hinzukommen? Benutze den linken Stick und halte L2, um zu rennen, während du von der Katze Besitz ergriffen hast. Auf eigene Vorsprünge kann man springen, wenn man auf sie zurennt. Raus, Katze, raus hier! Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, nur die reguläre. Wo komme ich denn hier hin? Mäh. Mäh. Ah, so. Ja, aber bringt mir das jetzt was? Eigentlich nicht, ne? Kann ich denn in der Küche da? Da war doch auch, da konnte ich doch auf den Tisch springen, ne? Also mit dem Weihrauch, was? Ich greife den jetzt an. Ich krall den jetzt. Oh, Essen. Oh, Essen, ja. Meine Geschichte klingt wie ein schönes Märchen. Sie sind nicht etwa schon seit der Schulzeit ein Paar. Also gut, das bringt mir jetzt alles nichts, da irgendwo drauf zu springen. Aber wir können ja eigentlich im Prinzip mit der Katze, lalalala, wenn wir da rauskommen. Und sie ist aus Boston. Er reist tausende von Kilometern. Boah, der ist immer noch am Quatschen, ey, wie so ein Buch. Uah. Ich möchte ja nicht pingelig sein, aber nennen Sie das einen Tafelaufsatz. Ah, hier geht's rauf.
Wow. Miau. Miau. Wo geht's denn jetzt lang? Gehen wir mal hier lang. Mit der Katze durch den Schacht. Wer hätte das denn gedacht? Ach Gott, so schlechte Wortwitze. Die Schlange nicht mehr gemacht. Miau. Miau. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Miau. Kann man sich streicheln lassen? Hallo. Miau. Omi. Ich dachte, ich kann der Oma ein bisschen helfen. Geh ins Licht, Oma. Die Katze hätte ich gut gebrauchen können bei Dying Light. Bei Daylight. Die hätten mir bestimmt geholfen. Ah, was haben wir denn hier? Den haben wir noch gar nicht gehört. Zu Hause hinter verschlossener Tür sind wir wohl besser aufgehoben. Da hat er wohl recht. Warum sorge ich mich? Es wird nichts passieren. Naja, mit Katze Gizmo nenne ich sie jetzt einfach mal. Werden wir dann versuchen, auf den Dachboden zu kommen. Aber erst in einer weiteren Folge. Und ihr schaltet dann auch wieder ein, wenn es heißt Murder Soul Suspect. Mit dem Flexi. Macht's gut. Ciao, ciao.